Hare Krishna und Namaste, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir ein paar Infos zum Schulterstand geben, der, wie ich von den Teilnehmenden in meinen Seminaren immer häufiger höre, in immer weniger Yoga-Studios überhaupt geübt wird und wenn, dann auch in abgewandelter Form oder hauptsächlich in abgewandelter Form. Warum das so ist und wie du den Schulterstand gut praktizieren kannst, erzähle ich dir heute in diesem Video. Und dabei wird mich auch der liebe Mario unterstützen. Hallo lieber Mario. Und zwar darfst du dich einmal vor mich stellen und das Kinn nach vorne legen. Und jetzt seht ihr, dass der Mario seinen Kopf gar nicht so weit nach vorne klappen kann, wie er das vielleicht gedacht hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, er macht einen Schulterstand, dann wäre ja hier der Boden und wir haben das ja so im Kopf, dass dann der restliche Körper senkrecht nach oben steht. So, das bedeutet, wenn ich jetzt möchte, dass ich hier einen rechten Winkel habe, dann, Achtung, ich drücke dir das jetzt mal runter, dann wird automatisch der Rücken hier irgendwann rund werden. Genau. Und wenn wir das nicht möchten, ihr könnt jetzt mal schauen im Vergleich, bleibt mal bitte so. Im Vergleich bei mir ist es noch schlimmer. Im Vergleich dazu bekomme ich den Kopf kaum nach vorne. Das heißt, ich bin noch viel weniger ein Schulterstand-Champ als der Mario. Vielen Dank dir dafür. Das heißt, oder machen wir mal nach vorne. Wir müssen jetzt diesen Winkel, der jetzt nicht 90 Grad ist vom Körper, den müssen wir ein bisschen ausgleichen. Und zwar ist mein absoluter Favorite die Schulterstandplatte. Das kann man in einem Yogashop kaufen. Wenn einem sowas zu teuer ist, kann man auch einfach ein paar Yogamatten falten oder feste Decken aufeinander legen. Die sollten halt so fest sein, dass sie nicht zu sehr einsinken, sonst hat man die Höhe nicht mehr, die man braucht. So. Die platziere ich jetzt auf meiner Yogamatte. Da meine Halswirbelsäule so wenig Winkel macht, brauche ich sogar zwei aufeinander. Und ihr seht, da kommt eine ganz schöne Höhe zustande. Und wenn man jetzt dann von hier aus hochgeht, nicht wundern, die ersten Male wirst du denken, wow, da braucht man aber doch ein bisschen mehr Schwung für. Lohnt sich aber. Okay. Ich platziere mich so auf dem Bolster oder auf der Schulterstandplatte, dass meine Schultern drauf liegen und ich habe noch ein bisschen, ich zeig's mal hier, noch ein bisschen Abstand zur Kante. Weil wenn ich jetzt nach oben komme, bewegt sich meine Schulter in diese Richtung und genau, wird dann eben ein bisschen weiter vorne landen und ich möchte ja schauen, dass ich mit den Schultern auf dem Hilfsmittel bleibe. Gut, ich gehe jetzt erstmal mit ein bisschen Schwung in den Flug. Jetzt kann ich mich hier nochmal schön zurechtruckeln. Und die Schultern passend auf dem Kissen platzieren. So, von hier bringe ich die Hände an den Rücken und kann mich jetzt hier wunderbar aufrichten. Und habe das Gewicht auf meinen Schultern und der Kopf ist vollkommen frei. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Ansage gehört im Yoga-Studio, im Schulterstand bewege bitte deinen Kopf nicht. Das ist deshalb, wenn ich im Schulterstand stehe ohne Hilfsmittel und Gewicht auf meinen Hinterkopf habe, dann ist es natürlich keine gute Idee, den Kopf auch noch zu bewegen, weil das sowieso schon sehr belastend für die Halswirbelsäule ist. Wenn du allerdings auf diese Weise den Schulterstand übst, macht es überhaupt nichts, den Kopf zu bewegen, weil die Halswirbelsäule ist ja frei. Okay, wenn du jetzt keine Schulterstandplatte oder keine 6 oder 7 Yogamatten zum Falten zur Hand hast, dann kommt ein Bolster zum Einsatz. Ich mag hier sehr gerne diese flachen,
Weil diese Runden, die rollen einem halt mal irgendwie durch die Gegend. Die hier sind schon sehr schön stabil und bleiben da, wo sie sollen. Da lege ich jetzt mein Kreuzbein drauf. Und hier ist der Trick, je mehr ich das Bolster Richtung Brust schiebe, desto mehr Öffnung habe ich dann im Brustraum. Ich nehme es so unter das Kreuzbein oder so im Bereich der Lendenwirbelsäule. Muss ich den mal wegschieben? So. Leg die Arme seitlich und kann dann die Beine nach oben geben und hier schön entspannt auf dem Bolster meinen passiven Schulterstand üben. Gerade zum Ende der Yogastunde ist das sehr angenehm und entspannend. Wenn ich jetzt von hier aus in den Flug gehen möchte, kann man auch eine Alternative üben, wie zum Beispiel einfach die Knie heranzugeben, sich in den Knien umarmen und dann die Beine strecken, so weit wie es geht. So bleibt das Gesäß auf dem Kissen und die Halswirbelsäule bleibt safe. Und wenn ich jetzt die Schüler das Gesäß heben lassen würde, dann würden sie ja wieder in die Situation kommen, dass die Halswirbelsäule nicht mehr gesichert sein könnte, ne? Und das Gewicht auf den Kopf kommt. Deswegen diese Flugvariante. Okay. Gut, das ist die Variante mit dem Bolster. Was soll ich jetzt machen, wenn ich kein Bolster habe, keine Schulterstandplatte habe, ich möchte aber trotzdem den Schulterstand üben? Dann appelliere ich an die Achtsamkeit und an die Ehrlichkeit der Schüler oder von mir selbst, je nachdem wer übt, und übe den Schulterstand wirklich so achtsam, dass das Gewicht auf den Schultern und auf den Oberarmen bleibt und nicht auf den Hinterkopf geht. Das bedeutet, dass mein Becken womöglich ein Stückchen weiter runter muss. Das zeige ich dir jetzt auch nochmal. Ich komme in den Schulterstand, merke, ich habe Gewicht auf dem Kopf, lasse das Becken jetzt weiter nach unten, bis ich spüre, aha, das Gewicht ist auf den Oberarm. Und ich kann jetzt hier bleiben. Das ist bei mir relativ tief. Ist auch ein bisschen anstrengend für die Arme. Aber auf diese Weise kann ich auch sicher den Schulterstand praktizieren. Das gilt dann auch für den Flug. Lieber das Gesäß ein bisschen weiter hinten lassen. Vielleicht auch die Knie beugen, sodass das Gewicht auf den Schultern bleibt, aber nicht bis zum Hinterkopf geht. So, ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust bekommen, den Schulterstand zu üben und vielleicht auch verschiedene Varianten mal auszuprobieren. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Hare Krishna.